Ja, und weiter geht's mit Resident Evil Revelations Episode 3. Vetrus Geister. Fortsetzen natürlich. Bisher bei Resident Evil Revelations. Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles war... Mist, das ist eine Falle. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. Wir werden Jill und Parker suchen. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Wo? Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Mist, wir sitzen fest. Wer zur Hölle bist du? Episode 3. Vetrus Geister. Treffen Sie bestimmte Bereiche des Feindes, um größeren Schaden zu verursachen. Vor einem Jahr. Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Es ist vorbei. Die Stadt ist verloren. Also irgendwie hat der die Figur etwas Kronkhaftes an sich. Deine Bemühungen. Ah, er hat immer... Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Gute Arbeit. Lass mal die ganze Muni einsammeln. Kommen! Die Anlage wurde infiltriert. Wir brechen ab. Bereitet euch auf die Heimreise vor. So. Verteilt euch und geht zum Landeplatz auf dem Dach. Das ist der Befehl. Okay, machen wir. Jessica und ich sichern den Flur. Kadett. Bringen Sie sicher zum Heliport. Na gut. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. O'Brien? Die BSAA ist abgezogen. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Bei allem Respekt, die FBC macht einen großen Fehler. Wir führen schon 3 Wochen Krieg, um die Sache zu bereinigen. Es gab Rettungen und es gab Verluste. Zu viele. Aber jede weitere Verzögerung gefährdet unsere Ziele. Das ist doch wohl verständlich. Nein, leider nicht. Alles mit dem Satelliten auszulöschen wäre nur ein Schnellschuss. Wir könnten wichtige Beweise verlieren. Die Benutzung des Satelliten wurde bereits genehmigt. Wir werden hier aufräumen. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Haken. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Und all die Leute, die sterben werden... War es das dann jetzt, Direktor O'Brien? So, alle kennen ihre Befehle. Geht auf Position. Raymond, zu mir. Ja, Sir. Feinde in der Nadel. Oh, was sehe ich denn da? Eine Handgranate. Oh, was haben wir denn? Glaubst du, das war's? Gut, wenn wir die Bastarde vorher erschießen.
kommen. Eröffne das Feuer! Ich habe mir mal eben noch schnell Muni hier und los geht's. Wie viele sind das? Aua, ey, du Bastard. Was? Ich mit dir. Was? Ihr lebt noch? So. Muni wechseln. Ey, wow. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Ich bin Superman. Toll. Komm noch, Muni, ey. Weg mit euch. Weg mit hier. Du bist tot. Und du bist auch tot. Oh. Voll von hinten erwischt, ey. Munition sparen. Oh. Wir werden hier mit Munition... Na. Oh. Okay. Er wurde schon vorher zugesetzt. So, das ist erledigt. Gut. Jetzt müssen wir nur noch zum Helikopter. Sollte noch funktionieren. Genau. Auf zum Helikopter. Wo müssen wir jetzt hin? Hier hin? Vorsichtig. Danger. Okay. Sie können auch noch klettern. Na toll. Mist, Munition verschwindet. Ja, war wohl nix. Ich habe dich hier reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Und ich bestelle mir Hummer. Ausgerechnet das teuerste. Okay. Ich glaube, Kronk wird sich freuen. Schon kaputt. Und das war der letzte funktionierende Aufzug. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Also mit den Schuhen würde ich eher keine Treppen steigen. Das tut mir gar nicht leid. So, gucken. Haben wir Munition hier? Muni, da haben wir sie ja. Was? Du kannst mir das letzte von an? M3 aufgenommen. Wieso ist Munition immer so knapp, selbst im leichten Modus? Schränke durch Borsten. Leer. Leer!
Ja, wen ist noch eine Granate? Hier. So, hier. MG-Munition. Und, was hältst du von diesem O'Brien? Der BSAA-Direktor? Nicht mein Typ. So war das nicht gemeint. Ich glaube, er ist im Recht. Er muss General Morgan Paroli geben. Das sehe ich auch so. Ich glaube, in der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Du klingst genau wie er. Aber ich wäre trotzdem gern auf der richtigen Seite. Wo geht's jetzt weiter? Hallo! Auf der Anzeige sollen wir irgendwo hier weiterkommen, ey. Achso! Da müssen wir lang. Lage checken und... Feuer frei! Oh! Haben ein paar Handgranaten euch gekriegt. Linker ausgemacht mit Schlangenviechern. Eine einzelne Handgranate macht euch schon putt. Oh. Tut mir aber gar nicht leid. Gehen wir jetzt runter? Ah, wir müssen rauf. Oh, 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 oh. Der Aufzug ist im sechsten Stock. Schnell! In den sechsten Stock. Vierter, fünfter. Fünfter und sechster. Ha, es geht leider nicht weiter. Wir müssen aufpassen. Clear. Clear. Uni. Und. Ja, das ist ja, oh Mann. Boah, was sollte das denn? Hier. Schweinehund. Yippie-Yay, Schweinebacke. Eines der berühmtesten Sätze von Bruce Willis. Er stirbt langsam. Ey. War. Vergiss noch einmal nicht, um meine Begleiterin anzugreifen. Das war's, Schweinebacke. Wir brauchen mehr Munition. Und da haben wir sie auch schon. Wir brauchen noch mehr Muni. Ist das ein Scherz? Eine Sackgasse? Hey!